Das heißt, wir hatten in dem Fall großes Glück, dass wir der Vernichtung entgangen sind. Der Holocaust war in erster Linie natürlich ein Mord an Juden, an Sinti und Roma, an viele andere Völker, wo der Nationalsozialismus eine ganz andere Ideologie verfolgt hat. Gott war abgeschafft und Gott war die Partei, in dem Fall unter Umständen Hitler. Egal, wir lassen es in der Mitte stehen. Ob es noch mal einen Holocaust geben kann, bedeutet, ob wieder ein Massenmord an Menschen erfolgen kann, weil sie Minderheiten sind. Das kann ohne weiteres wieder erfolgen. Das hängt immer davon ab, wie die Demokratie in Europa, in der Welt genug gefestigt wird. Das hängt immer davon ab, wie Menschen dann auf die Straße gehen, wenn sie merken, die Demokratie ist in Gefahr. Ist aber nicht verbunden mit Judentum, sondern ist einfach verbunden mit Entwicklungen der Gesellschaft.